Okay, Bolas, cool. Finde ich eigentlich ganz cool. Gut, dann mal zurück zu Poison Ivy. Hui. Und Laterne. Und hoch da. So, da drüben müssen wir irgendwie hin. Jetzt habe ich mir den Weg natürlich super gemerkt. Aber gut, dass wir ein Radar haben. Was? Zu spät? Zu spät? Hm? Ich habe keine Ahnung, worum es gerade ging. Ach so, ums Klettern oder was? Wenn ich Hugo Strange je zu Gesicht bekomme, ist er ein toter Mann. Ja, euch ignorieren wir mal, die klatschen wir sicherlich später noch um. Guten Tag. Und Knockout! Siebesvision, okay. Kommen wir hier schon rein? Nee, schade. Alter, das sieht aber echt ganz cool aus, oder? Was sagt ihr? So, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Jetzt bin ich hier raufgekommen und wie komme ich hier wieder runter? Was ist das mit diesem Gekletter? Jetzt frage ich mich überhaupt, ist das hier überhaupt richtig, wo ich hier gerade bin? Hm. Ich meine, hier sind ja schon mal Poison Ivys Leute. Jetzt bist du Luder tot! Sie ist hier! Du Luder! Granate! Nee, mach mal nicht. An Vorgängen. Glaubst du, kannst dich verstecken? Granate! Nahrungsmittel abgeworfen. Die Abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten und ausschließlich an diesen Stellen. Die Gefangenen sind selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich. Ah, oh, das die mal erzählen. Catwoman ist zurück! Meine Güte. Alter Stalker. Sie ist da! Lang. Hör auf, mich anzuschießen. Arschloch. Ernsthaft. Oh, jetzt habe ich die Bolas aus Versehen geworfen. Er hat ja auch eine Waffe. Kann doch nicht wahr sein. Puh, knapp. Heil mich, bitte. Heil mich. Danke. Muss ich da unten lang? Das könnte ja auch sein. Vielleicht könnte ja klappen. Oh, hier ist schon wieder eine Riddler-Trophäe. Na gut. Und einen Stufenaufstieg haben wir auch. Na gut, dann wollen wir da mal bei. Wie ist das eigentlich aufgeteilt? Catwoman? Achso, dazu muss ich wahrscheinlich hier hin. Und dann können wir hier Catwoman aufdecken. Cool. Könnte man noch irgendwie ein bisschen was hochpatchen. Ich denke aber, das hier ist ganz cool. So. Was? Baller spielt Magica? Na so was. Stellt euch das mal vor. Dann mal rein da. Ins Vergnügen. Hallo, Ivy? Du bist du hier? Nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Hm. Hey, Pammy, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Bullscheiß. Da kommen die lecker aus den Pflanzen gekrochen. Om, nyom, nyom, nyom. Ich habe Wochen darauf verwacht,
die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Da ist das Feuermelder. Hier geht's doch sicherlich irgendwo. Ach, da. Ich drücke A, nichts passiert. Aha, jetzt passiert was. Da kommt noch mehr von diesen super Freunden. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Jetzt wollte ich aber auch irgendwie mal, Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Wollt man diese Bola schmeißen? Da sind sie. Ich weiß nur gar nicht so genau, wie das eigentlich läuft. Peitsch. Gucken wir gleich mal. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, ach so. sind wir noch nicht hoch, fertig. Hoch. Nein, falscher Knopf. Da. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Sporen werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Es kommt jetzt drauf an, in welchem Sinne man das sieht mit der Natur, weil Pflanzen wachsen jetzt nicht so schnell. Beispielsweise. Und du beschießt uns. Das ist ja nett. Bam. Au. Nicht nett. Diese Pflanze. Und jetzt? Achso. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Du hörst von mir. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch. Ich töte dich nicht. Ups. Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich.
Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Sucht die kälteste Stelle von Arkham City. Das machen wir. Also, ich finde ja, der Joker hier drin ist irgendwie saucool, auch wenn das super gemein ist, was er da mit dem Blut gemacht hat. Aber das ist schon cool, dem einfach zuzugucken. Was hat der Letzte eigentlich angestellt? Ich glaube, der gehörte zu den... Es ist die blöde Fledermaus! Ach, Quatsch. Hier muss es zu Freeze Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Ja, warum nicht? Von mir aus. So, also, wir werden auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall kälter und kälter. Minus 4 Grad haben wir hier bald. Was ist los mit euch Pennern? Ihr habt ja nichts verloren. Leck mich. Joker krepiert bald. Dann sehen wir, wer zuletzt lacht. So, dann moschen wir die einfach mal kurz um, weil Spaß an der Freude. Und dann kann ich das Kämpfen auch gleich nochmal ein bisschen vielleicht üben. Weglaufen, Bats. Zack, zack, flip, flap, flup, flap, flup, flip, flap, flap. Und flap, flap, flup. Arkham City wird das lecker. Ich weiß nicht, was Arkham er dabei City hinlegt. Flammen aufgehen. Hab ich leider überhaupt keine Ahnung. Ich dachte eigentlich gerade, ich schmeiß jetzt mal hier so ein Batarang damit rein. Aber er legt da irgendwas hin. So, und jetzt konzentriere ich mich mal lieber. Achso, so aktiviere ich das. Ah, alles klar. Hab's verstanden. NP. Jetzt habe ich mich dafür nicht auf den Kampf konzentriert. Aber die halten ganz schön viel aus, die Buben hier. So, der ist weg. Na komm, Freunde, jetzt ist aber mal Schluss hier. Aus, hab ich gesagt. Aus. Pam. Ins Gesicht. Keine Ahnung. Das ist ganz sicher die Stelle. Und jetzt warten wir? Müssen wir wohl. Hab Kohldampf, Mann. Ich will vorne der Reihe stehen, wenn Essen kommt. Du bist sicher, dass es hier irgendwo abgeworfen wird? Woher weißt du das? Ich hab gehört, wie Jokers Jungs sich darüber unterhalten haben. Wieso sind hier da nicht mehr Leute? Jeder braucht Essen, oder? Er wird kommen. Wart es nur ab. Ganz gleich, was das hier auch sein mag. Sharp und Strange würden uns nicht verhungern lassen. Wird sich zeigen, Mann. Bis jetzt sieht es nicht rosig aus. Da war auf jeden Fall gerade Poison Ivys Bereich. Nur da drüben hat man ja ganz gut gesehen. Man erkennt sie auch unschwer. Wir haben Batman gesichtet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Ah, da ist jemand schlau. So, dann hören wir den Herrn mal vom Himmel. Die Tür! Gut. Naja, hier oben kommen wir wohl nicht rein. Aber wir suchen uns schon einen Weg. Shit, wann haben die mich gesehen? Boah, schon wieder 3 Knilchen mit Waffen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Das tut sich selber nix. Alter, auf zu schießen. Das ist lame. Ich lade nach. Vor allen Dingen müssen die doch bei dem ganzen Geprügel durchaus mal die Waffen verlieren.
Oder? Sehe ich das falsch? Hier drüben! Ich hab... Naja, egal. Haben wir ja noch so geschafft. Schwein gehabt, würde ich sagen.